Zockerfreundin. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Hallo, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge ETS 2. Und ich muss hier noch meinen nächsten Rang, meine nächste Fähigkeit verbrauchen. Das werde ich mal einfach in Fernfahrten. Was würdest du sagen, Domi? Fernfahrten oder doch lieber weiter zerbrechliche Fracht? Immer noch, was ich letztes Mal schon gesagt habe, Fernfahrten. Fernfahrten, okay, dann zwei in Fernfahrten und zwei in zerbrechliche Fracht. So, dann wollen wir uns mal den nächsten Auftrag suchen. Und mit dem nächsten Auftrag haben wir auch schon ein nächstes Thema. Denn nämlich der Doomy Havoc Gamer, der hat sich nämlich ganz klangheimlich das Battlefield 4, das Battlefield 4 ist auch nicht schlecht, wie ich das gewählt habe, das Spiel geholt oder geschenkt bekommen. Ich wollte gerade sagen, da muss ich ja gerade mal einbinden hier, das habe ich mir gar nicht gekauft, das habe ich nämlich geschenkt bekommen. Hättest du sie gekauft, jetzt wo du es hast? Jetzt wo ich es habe, ja, wenn ich wüsste, dass es so ist, wie, ja, hätte ich es gekauft, ja, doch. Okay. Und jetzt wo du es hast, erzähl mal ein bisschen für die Leute, die eventuell sich überlegen, das Spiel noch zu holen. Lohnt es sich? Oder sagst du, die Leute, die Battlefield 3 haben, können auch da bleiben? Das muss, ich denke mal, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, eigentlich lohnt es sich schon, auf Battlefield 4 umzusteigen. Weil, okay, jetzt am Anfang so, ich habe das Spiel jetzt seit Release habe ich es halt. Und da habe ich auch nur ein, zwei Runden gespielt. Und heute habe ich mir ja ein paar Runden mehr gezockt. Und ich muss sagen, es macht echt Spaß. So, jetzt, es hat halt noch übertrieben viele Bugs, zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, wenn ich jetzt eine Runde gespielt habe und dann, wenn ich dann in der Lobby drin bleiben will, dann geht das nicht, dann kackt mein Spiel immer ab, weißt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber das stört mich jetzt, sagen wir mal so, erstmal gar nicht, dann starte ich halt neu. Und, aber so grafisch, denke ich mal, ist das Spiel um einiges besser, jetzt um einiges klingt natürlich doof, weil Battlefield 3 hat schon die übelste Grafik, aber ich muss sagen, Battlefield 4 hat da echt nochmal eine Schippe draufgelegt. Und ja, dann erzähl mal, was du noch wissen willst. Naja, also grafisch sagst du jetzt, hat es nochmal eine Schippe draufgelegt. Also ich habe ja auch die Beta gespielt und ich habe ja auch Battlefield 3 und ich muss sagen, grafisch war das jetzt nicht der Oberburner. Klar, hier und da waren noch ein paar schöne Effekte, auch das mit diesem neuen Leviathan oder wie das sich da schimpfen tut, halt dass die Umwelt oder so sich verändern tut und drauf eingeht, so wie gerade das Geschehen auf der Karte ist. Ja, das ist ein nettes Gimmick und so, macht schon sehr stimmisch und so, also die Stimmung kommt dann schon eher rüber, aber viel besser finde ich ist das jetzt auch nicht. Also das, was ich jetzt videotechnisch auch noch danach gesehen habe, gerade so von der Solo-Kampagne oder so, ja, das hatte ich mich sowieso gefragt. So, Battlefield 3 sah schon verdammt geil aus und so. Was wollen die in so kurzer Zeit halt da noch großartig verbessern und so? Und deswegen, mein persönliches Fazit war gewesen aus der Beta, wo ich das gespielt habe, ja, sie sind vielleicht ein paar Stufen noch höher gekommen, aber den wirklichen Burner, wie sie es ja angepriesen haben, ist es jetzt für mich nicht gewesen. Ja, vielleicht den Burner haben sie allgemein das Spiel angekündigt, jetzt vielleicht nicht die Grafik, aber ich muss sagen, dass das Spiel eigentlich schon, also nicht verdient, jetzt so mit Battlefield 3 gleichgestellt zu werden, wie es viele gemacht haben. Weil, wie du schon sagtest, dass jetzt mir mit der, dass das Wetter sich ändert und so, das muss ja erstmal ein anderer nachmachen, sagen wir es mal so, weil, sag mal, in welchem Spiel hattest du denn mal sowas jetzt, in so einem Shooter? Ja. Aber so, jetzt auch Multiplayer-technisch, ich denke, dass das Waffenverhalten und so, das hat sich echt stark verändert und, okay. Also, in Battlefield 3 hattest du ja schon Rückstoß, sagen wir mal so, ne? Ja. Aber jetzt in Battlefield 4, ich komme mir da echt vor, als ob ich würde noch viel mehr Rückstoß haben und das finde ich halt echt gut. Also es ist denn im Endeffekt ja auch realistischer, sagen wir mal so, weil es ist ja was ganz anderes, wenn ich selbst in echt mit einer kleinen MP feuer oder mit einer AK-47, der Rückstoß und dadurch halt auch das Verziehen der Waffe ist ja viel härter. Ja, auf jeden Fall. Und da ist es dann ja dann wieder fast schon so, kann man sagen, dass man da wieder das Schießen neu erlernen muss. Das ist jetzt ohne Flachs, das ist wirklich so. Ich habe
jetzt ein paar Runden gespielt und in Battlefield 3 bin ich jetzt nicht so schlecht, sagen wir mal so vom Aiming her. Aber jetzt in Battlefield 4, da brauche ich echt, da muss ich mir echt noch ein paar Runden spielen, damit ich mich daran gewöhnen kann. Die Waffe verzieht so nach oben, das ist echt stark. Aber gut finde ich's. Okay. Ich habe halt vorhin nochmal eine Runde gespielt. Ja. Und da bin ich auch so ein bisschen Tank und so rumgefahren. Ich habe mit meinem Clan gespielt. Und ich finde auch, dass das Fahrverhalten, finde ich, ist viel besser geworden. Das war schon gut, aber ich finde einfach, du kannst jetzt mit den Tanks und so, die sind jetzt nicht mehr so stark. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Stinger dabei hast oder so zwei Schüsse, dann gehen die auch down. Ist jetzt nicht so, dass jetzt, wenn du im Panzer bist, OP bist. Okay. Das finde ich echt gut gemacht im Moment. Ach, warst du mal im Battlefield 3, wenn du da einen Panzer, wie viel Mal musste man auf den schießen? Boah, das weiß ich gerade gar nicht, weil Battlefield 3, muss ich zugeben, habe ich ja eigentlich nicht so wirklich viel gespielt. Ich habe ja genau 33 Spielstunden und in Battlefield 4 habe ich ja jetzt schon, keine Ahnung, 13 Spielstunden und das erst nach zwei Tagen. Ja. Und ja, aber ich habe auch den Singleplayer von Battlefield 4 jetzt angespielt. Aber es hat angespielt, ich habe ihn eigentlich sogar schon durchgespielt, weil zum Singleplayer muss ich echt sagen, dass ich davon wirklich enttäuscht bin. Weil, habe ich dir ja schon erzählt, Nico, der ist echt relativ kurz geworden. Naja, also das hatte ich ja selbst schon gelesen und wo ich das gelesen habe, hatte ich dich ja dann auch drauf hingewiesen, weil das war ja das große Problem schon gewesen, was sie ja auch alle gesagt haben, dass bei Battlefield 3 warst du in der Solo-Kampagne, wenn du jetzt normaler, guter Spieler bist, sagen wir es mal so, dann brauchtest du nur so circa 3 Stunden, dann warst du bei Battlefield 3 durch und so. Und ich habe halt auch schon gelesen, dass es in Battlefield 4 noch kürzer sein soll. Ja, ist auch... Story-technisch finde ich es jetzt nicht schlecht, aber es ist halt so, die Story ist halt, du spielst sie einmal und danach interessiert sie dich nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand die Battlefield-Kampagne nochmal spielen würde, weil sie so packend findet. Okay. Also im einen habe ich vielleicht, ich weiß nicht, so an die 3 Stunden circa auch gebraucht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie viel kürzer ist als bei Battlefield 3, aber daher, weil die Battlefield 3-Kampagne schon kurz war, ne? Okay, würdest du denn wenigstens sagen, dass die Story wirklich, wenn sie jetzt auch nicht packend ist oder so, aber ist sie, sag ich mal, stimmungsvoll oder sagst du, sie ist sehr dünn behaftet, wenig, ja, verstehst du, also kannst du dich in die Story reinfügen oder sagst du mir, ja, ich bin ja eh nur der Typ da mit der Knarre und muss da und da einfach nur die Aufträge erledigen und peng. Oder sagst du wirklich, also die Story jetzt, also ich werde da wirklich in die Story mit reingezogen und ich habe da meinen Charakter, so wie man das ja, ich glaube in Battlefield 3 hatte man glaube ich 2 Charaktere, die man ja dann immer abwechslungsmäßig da gespielt haben und da haben sie ja immer so rückblickend so halt gespielt. Da warst du ja in diesem Verhör gewesen und hast dann ja halt diese Mission halt einfach wieder nacherlebt. Da wurdest du schon als Spieler so in die Story mit reingezogen. Ist das jetzt in Battlefield 4 auch so oder wie würdest du das jetzt beschreiben? Ja, in Battlefield 4 ist es echt ähnlich, weil da ist es auch so, dass das, was du spielst, wird halt wieder zurückerzählt. Da ist es zum Beispiel so, du bist am Anfang, ihr seid in einem Auto unter Wasser, ihr ertrinkt fast, weißt du? Danach steht er halt, sind jetzt 15 Minuten zurück und ab dann fängt dann die Story wieder an. Okay. Aber wie du schon, stimmungsvoll auf jeden Fall, weil es gibt ja die neue Engine und so, da kracht echt viel und so. Ich finde auch, dass du da richtig eingebunden wirst, aber wie gesagt, das ist halt nur beim ersten Mal so und danach interessiert sich nicht mehr. Okay. Aber empfehlen zu spielen würde ich diese Singleplayer-Kampagne auf jeden Fall jeden. Einmal durchspielen, auf jeden Fall. Aber ich denke nicht, dass es da Leute gibt, die das öfter spielen. Vielleicht nochmal ein anderer Schwierigkeitsgrad oder so, oder nochmal gucken, ob man irgendwo was vergessen hat. Naja, ich sag mal so, das ist ja auch immer so, jeder Spieler ist da so ein bisschen anders, ne? Dem einen geht so mal die Singleplayer total am Arsch vorbei, der ist nur auf Multiplayer und dann gibt's wieder andere, die wollen lieber eine packende Singleplayer-Kampagne und verzichten dann auf die Multiplayer-Part oder so. Das, denke ich mal, muss sowieso im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Würdest du jetzt, um das Thema jetzt noch kurz zum Abschluss auch zu bringen, würdest du jetzt sagen, die 50 Euro, also man muss ja jetzt, glaube ich, 50 Euro derzeitig noch wirklich blühen, oder wenn man sogar direkt bei Origin warst, glaube ich, 59 Euro, aber wir rechnen jetzt einfach mal 50 Euro, würdest du sagen, das ist preis-leistungstechnisch gerechtfertigt, oder sagst du, man sollte da lieber noch ein bisschen warten, bis es günstiger ist? Aha, mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt, da würde ich immer noch aufpassen, weil ich auch fand, dass Battlefield 3 jetzt
echt zu teuer ist, wenn du halt kein Premium hast, dann hält dich das Spiel nicht so lange und ich finde, für 50 € könnte ich schon etwas mehr erwarten, klar. Oder wie es auch jetzt, wenn das jetzt mit dem Premium eingebunden wäre, dann irgendwie 70, 80 € macht, okay, das könnte ich verstehen. Aber die wollen ja wirklich für Premium nochmal 50 € haben und genau. Das finde ich dann schon echt happig. Das ist dann ja schon wirklich Abzocke, ne? Also das, ja. Zum Vergleich zu dem Kontrahenten Call of Duty, wie ist es denn da? Gab es jetzt eigentlich für Modern Warfare, ich glaube der vierte Teil war der letzte, gab es da auch so eine DLCs oder Premium-Packages oder wie hat sich das da eigentlich gehandhabt? Also jetzt, es war immer so, dass da auch, natürlich gab es da DLCs, die gab es in jedem Call of Duty fast und jetzt in Black Ops 2 gab es natürlich auch DLCs. Da ist das halt so, da gibt es halt auch Premium, da heißt es halt nur Season Pass, aber theoretisch ist es dort sogar dasselbe. Da bezahlt für den Season Pass, soweit ich weiß, jetzt vielleicht nicht mehr, aber früher auch sogar immer noch 50 € zum Spiel dazu. Okay. Es war ja eigentlich auch so, ich finde das immer so ein bisschen, gerade bei Battlefield, ich kenne es ja halt eigentlich nur so von dem her, dass DLCs fand ich schon sehr, sehr arm, weil im Endeffekt waren es ja nur Karten, die man dazu sich gekauft hat und einzelne DLC so, was war das gewesen, Aftermatch und Endgame und so, das waren ja im Grunde nur einfach Karten mit neuen Errungenschaften und sowas alles, was ich denn halt einfach nur sehr bedauert habe und auch, ja, was heißt bedauert, einfach scheiße fand, war halt, dass ich für diesen Preis einfach nur eine Karte mit, ja, am Ende, im Endgame kam ja noch das Motorrad und so, glaube ich, noch mit dazu, dass ich dafür 20 Euro lösen musste. Also das fand ich schon übertrieben. Und das dann auch noch DLC zu schimpfen und dennoch mit großem Namen oder so. Ich hätte mir gewünscht, dass wirklich in jedem Einzelnen so Back to Current und Close Quarters und so, dass dazu dann auch noch irgendwas Singleplayer-mäßig oder Koop-mäßig so eine Mission dazu gekommen wäre und nicht nur einfach Multiplayer-mäßig die Karten oder so. Das fand ich halt vom Preis leistungsmäßig total ungerecht. Deswegen habe ich ja übelst lange abgewartet, bis ich mir, sag ich mal, das Premium für ein Apple und ein Ei gekauft habe. Ja, ich als Call of Duty Spieler muss ja da so ein bisschen widersprechen, weil ich denke mal, in Call of Duty haben wir es wirklich noch schlechter. In Call of Duty ist es wirklich so, du kriegst 4 Maps, das war's. In Battlefield ist es ja noch so, mit den Maps, also mit den DLCs, kriegst du ja Aufträge und mit den Aufträgen kriegst du neue Waffen. Also sind ja in so irgendwie ja schon Waffen enthalten im DLC, halt nur nicht direkt. Okay. Und ja, 20 € am Anfang ist es ja immer so, dass die DLCs 20 € kosten. Ich sag mal so, nach 2 Wochen, dann kriegst du die auch billiger, dann immer so, wenn du deine Quellen hast, hier, ne? Ja. Aber ich finde, die DLCs in Battlefield sind noch gerechter als auf dem Fall, die in Call of Duty da ist. Okay. Das finde ich wirklich abzocken, was in Call of Duty abgeht. Okay. Ja, ist bloß aber, wie gesagt, schade, dass es das nicht auch vielleicht so... Es ist ja auch ein bisschen doof gehandhabt, dass es zum Beispiel im Koop-Modus nur 6 Missionen gibt. Also die sind ja rucki-zucki durch gewesen, die habe ich ja mit Joey durchgezockt da. Da hätte ich mir halt, wie gesagt, gewünscht, dass sie... Und wenn nur eine Mission, eine geile große Mission zu jedem DLC dazugekommen wäre, Koop, das wäre doch nochmal richtig nice gewesen. Da hätte sich jeder dann nochmal dreimal überlegt, das Spiel nicht zu kaufen oder so, weißt? Ja, auf jeden Fall, weil Koop-Missionen machen ja auch echt mehr Spaß, also machen viel Spaß. Und 6 Missionen waren ja wirklich echt fix vorbei in Battlefield 3. Ja. Hätte ich mir auch gewünscht, stimmt schon. So, und ich merke gerade, dass ich hier übelst verkehrt abgebogen bin. Aber alles in allem würde ich, wenn man das Geld hat, würde ich jedem empfehlen, sich Battlefield 4 zu kaufen. Natürlich, wenn man Battlefield 3 gerne gespielt hat, wenn man jetzt irgendwie gar keinen Bock darauf hat, ne, dann lasst es. Aber jetzt im Moment ist der Multiplayer noch echt verbuggt, aber ich denke mal, wenn das alles behoben wird, so jetzt noch eine Woche, dann wird das Spiel wieder echt viel Fun machen. Alles klar. Dann würde ich auch sagen, dann sind wir hier mit dieser Folge auch erstmal durch. Dann danke ich dir erstmal für dein Feedback. So, und meinen Abonnenten wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Ich bin auch noch da, hallo. Warte. Ich bin ja auch noch da, ne? Ach, der ist ja auch noch da. Das habe ich ja total vergessen. Ja, dann will ich noch mal kurz in die Folge mit reinkommen. Okay, dann darfst du jetzt zum Schluss auch noch was Schönes sagen. Tschüss. So, dann sind wir hier fertig. Wünschen, wie gesagt, euch noch viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao.